Die Brustkrebskrankheit ist eine systemische Krankheit. Nichtsdestotrotz seit Jahrzehnten und besonders auch, glaube ich, immer noch für die Zukunft wird die operative Behandlung nach wie vor im Mittelpunkt der Behandlung, generellen Behandlung stehen. Die Operationen sind grundsätzlich so gelegt, dass nicht nur gynäkologische Abteilungen, sondern auch andere Fachabteilungen mitwirken und im Zusammenhang mit einer medikamentösen Nachbehandlung, die abhängig vom Tumor unterschiedlich sein kann, und eine postoperative Nachbestrahlung bei den brustenhaltenden Therapien die gesamte Behandlung dann damit abgeschlossen wird. Die Brustkrebspatienten werden generell und auch in unserem Brustzentrum, das seit 2007 zertifiziert wurde als eine der ersten Brustzentren bundesweit, grundsätzlich über 80% oder 85% brustenhaltend operiert. Gleichzeitig bieten wir auch eine axillaschonende Operation, einem sogenannten Sentinel-Verfahren, wo nur spezifisch markierte Lymphknoten entfernt werden. Gleichzeitig ist auch in unserem Haus eine Möglichkeit da, wenn man komplexere und größere Eingriffe durchführen muss, im Zusammenhang mit unserer klassischen chirurgischen Abteilung durchzuführen und komplettes praktisch operative Spektrum abzudecken.